Der preußische Offizier Nicolas Jean-Henri Benjamin Menu, später als Freiherr von Minutoli bekannt, entdeckte schon früh seine Leidenschaft für die Antike. Er begann, über das Altertum zu forschen, mit dem Ziel, die Kulturschätze und Denkmäler des Orients zu erkunden. Mit der Unterstützung des preußischen Königs konnte er 1820 seine erste wissenschaftliche Reise nach Ägypten, Palästina und Griechenland durchführen. Von Widrigkeiten überschattet, musste die Expedition jedoch nach 10 Monaten abgebrochen werden. Kriege, ein Aufstand und zuletzt die Pest stoppten das Vorhaben frühzeitig. Minutoli entschied, den größten Teil der gesammelten Altertümer auf dem Seeweg von Triest nach Hamburg transportieren zu lassen. Am 12. März 1822 geriet der Segler Gottfried kurz vor Erreichen seines Ziels in einen der schlimmsten Stürme des Jahrhunderts und die wertvolle Fracht versank mit der ganzen Mannschaft bis auf einen Matrosen in den Fluten. Nur ein kleiner Teil der 120 Kisten, darunter auch das Sargensemble des Pa Estenfi, einem bedeutenden Priester des Amun im Tempel von Karnak, wurde als Voraussendung an den preußischen König auf dem Landweg unbeschadet nach Berlin geschickt. Der König Friedrich Wilhelm III. Kaufte die verbleibende Sammlung und stellte sie später im Schloss Montbijou aus. Trotz all der Hindernisse stellte sich die Expedition von Minutoli am Ende als großer Erfolg heraus. Denn sie war der Beginn weiterer wissenschaftlicher Expeditionen und bildete die Grundlage für den ersten Lehrstuhl für Ägyptologie in Deutschland. Darüber hinaus bereiteten die großen Schätze dieser Reise das Fundament für die Sammlung des Ägyptischen Museums und der Papyrussammlung in Berlin. Minutoli wurde zu einem der Gründerväter des Hauses und sein Geist lebt bis heute in ihm fort.